So, willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Ein neues Overwatch auf der Map Cache in Runde 14 schon. Also wurde der Liebe wieder später reported. So, den hat er jetzt gesehen, kein Problem. Das war alles in Ordnung. So, jetzt den auf Spot. Okay, da hat er vorgeaimt. Das hätte er wissen können, aber naja. Wenn es Position ist, die in dem Spiel vielleicht vorher schon oft von dem Gegner gewählt wurde, dann wäre das möglich. So, was macht er auf dem Spot? Irgendwie kann es sein, dass sich die Gegner, die Mitspieler ein bisschen so anbiefen. Vielleicht haben sie ihn auch, vielleicht wurde er wegen Griefing reported. Da vorgeschossen, ist in Ordnung. Jetzt werden es zerschossen, das heißt, die Gegner wissen, dass er kommt, rein theoretisch. Okay, und den hat er jetzt einfach mal, hat er sich gedacht, nee, den lasse ich. Okay, die hat er, ja, den hat er jetzt hier, ja, spät bemerkt erst. Das heißt, die Frage, hat er einen Warlock an oder nicht, ist jetzt gute Frage. Könnte sein, aber bis jetzt gab es noch keinen eindeutigen Beweis für. Okay, hier hat er jetzt, warum er da immer durch die Wand geguckt hat. Und er jetzt hier mit dem Messer rumrennt. Das ist. Also entweder die Mitspieler haben jetzt durchgegeben, wo die Gegner sind, oder er weiß es. Okay, den hat er jetzt nicht mehr bekommen, war schlechtes Aim. Also nach dem Aimbot sieht es auf keinen Fall aus. Aber könnte ein Wallhack könnte sein, doch. Da wird man auf jeden Fall mal ein bisschen genauer drauf achten, in den Kanten, wo er hin aimt, auf jeden Fall. So, jetzt, die kommen auf jeden Fall B, er smokt sich hier ein. Okay, das hat er gehört, dass durchs Fenster oben was rein ist. Okay, das war jetzt, ja. Er saß aufs Board und hat nichts hinbekommen. Da kann man jetzt nicht viel zu sagen. Also er war, hat zwar nach dieser komischen Bewegung, die er dem Smoke gemacht hat, direkt wieder auf Kopfhöhe geaimt. Das kann aber reiner Zufall gewesen sein. So, warum er jetzt da oben drauf steht, weiß ich auch nicht. Und da wurde er eingekästelt, da kann er auch nichts machen. So, jetzt hat er einen 4, oder? Ja. Geht mal nach A. Verteidigen, die Bombe geht auch nach A. Okay, jetzt sind in den Main drin. Zwei Stück. Die er mitbekommen hat wegen der Flash. So, annehmen ist in Ordnung, das da ist alles in Ordnung für. Okay, den, da hat er ewig genug Zeit gehabt. Okay, da war jetzt vielleicht ein bisschen, naja. Da, dem geht er natürlich nach, der ist low, ist klar. Jetzt steht noch einer genau, ja, okay, also hier ist, aber er hat den Domain abgeaimt, also ist jetzt nicht so, dass er gepusht hat, ohne dass er jetzt Grund gehabt hätte. Oh, hier die Flash von außen, da weiß er jetzt eigentlich auch, dass jemand außen ist. Nachpushen tut er dem jetzt nicht, oder? Nein. Aber jetzt kommt einer außen, warum? Was macht er jetzt? Jetzt macht er hier 360 oder was? So. Ja, okay, da hat er jetzt mal genau geguckt, aber auch das war jetzt eigentlich in Ordnung. Vielleicht ein bisschen zu
zu ungeschickt, weil ihm, es hätte noch einer Long sein können, das hätte er nicht wissen können. Vielleicht hat er aber auch gehört, ich habe jetzt das Spiel nicht ganz so laut gerade, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Jetzt smoke the Main ab, die sind in der Mitte. Und hier geht es, okay, er kann also in Main reingucken. Aber da ist ja keiner. Und jetzt pusht er einfach mal durch. Er wurde wahrscheinlich, ja, die Spieler wurden wahrscheinlich schon Mitte angekündigt. Gegner. Warum er jetzt hier so durch die Gegend hüpft, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, das, doch, es könnte vielleicht ein Warlock sein. Also, sie wurden vielleicht auf A angekündigt, aber so wie er durch die Gegend hüpft manchmal, wenn er sich, also wenn kein Gegner in der Nähe ist, ist doch schon ein bisschen. Okay, das war dreimal Headshot, aber die Headshots waren in Ordnung. So, der letzte von Long, den kann er nicht gehört haben. Warum er dann trotzdem pre-fired, das weiß ich halt eben nicht. Okay, also es sieht mir ganz nach einem Warlock aus. Der hat gerade gepre-fired, ohne dass er wusste, dass er da war. Und hat ihn halt direkt angehittet beim K. Jetzt bräuchte ich mir nochmal vielleicht so ein paar Momente, wo Situationen, wo es vielleicht ein bisschen mehr eindeutig ist. Hoffe ich doch mal. Und jetzt pusht er wieder rein, okay. Also sehr komisch. Der spielt sehr, sehr komisch. Okay, ein Spray Control hat er auf jeden Fall, das hat man gerade gesehen. Aber doch, der spielt sehr komisch. Zielhilfe glaube ich nicht, der hat einen guten Spray Control. Aber eine Sichthilfe würde er haben, weil so wie der jetzt gerade die Flash rein, der hat immer zum richtigen Zeitpunkt jetzt alle geflasht, ist rausgegangen und konnte sie alle wegmachen. Deswegen eine Sichthilfe hat er an, würde ich sagen. Andere Hilfe nicht und Spielbehinderung war auch keine. Aber gerade jetzt gegen Ende war es dann immer eindeutiger eigentlich, meiner Meinung nach. Falls ihr anderer Meinung seid oder das anders gesehen habt in irgendwelchen Stellen, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen wieder, das Video. Und würde mich freuen, wenn ihr nächsten Freitag wieder bei einem Overwatch dabei seid. Bis dann. Ciao.